Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Watch Dogs. Ja, es ist ja schon etwas länger her seit der letzten Folge. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem muss ich mal kurz die Welt retten zwischendurch, ne? Ja, ist klar. Und jetzt, ich bin jetzt gerade im Pause-Menü, weil hier wird jetzt ein Countdown runterlaufen. Da ist er. Ich habe das Spiel zwar eben schon mal gestartet. Und ja, wie es ja auch sein muss, ist es abgeschmiert. Bis ich diese Aufnahme hier jetzt zustande bekommen habe, habe ich eine ganze Viertelstunde lang gebraucht. So, jetzt muss ich hier erstmal irgendwie Bomben legen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie man Bomben legt, um ehrlich zu sein. Ich habe noch Zeit. Warte mal, das hier sind wahrscheinlich die Bomben, ne? Warte mal. Nein. So. Wie lege ich jetzt nochmal die Bombe? Weißt du was? Leck mich am Arsch. Ich verpiss mich. Bevor das hier jetzt ausartet. Ist ja egal. Ich nehme jetzt meine MP16. Bereiten Sie einen Hinterhalt vor. Ich habe doch hier... Hier war das, glaube ich, ne? Der Granatwerfer. Ja, der Granatwerfer, der ist immer fein. Ist immer eine feine Sache. Weiß Bescheid. Oh, ich muss mal erstmal... Oh, es ist laut. Leise machen. So, dann kommen die nächsten Motherfucker an. Ach du Scheiße. Ich sag ja, der Granatwerfer... Wie, der lebt noch? Soll das ein Witz sein? Kein Mensch kann einen Granatwerfer aushalten, Freunde. Kein Mensch schafft so etwas. Warte mal, wir gucken mal. Ich guck mal. Komm, den klatschen wir nochmal weg. LOL! Hab ich jetzt verfehlt oder was? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich warte erstmal, bis er vorne vorbeiläuft. Und dann mache ich hier auf Sprengen. Bam! Ich hoffe, das hat ihn zerstört. Nein, er lebt natürlich immer noch. Warum auch nicht? Ja, was mache ich denn jetzt? Scheiße, ich gehe erstmal hier hinten, ne? Ich gehe erstmal hier hin. Boah, weißt du, da spielst du so einen ganzen Monat nicht mehr Watch Dogs, sondern wirst du sofort ins kalte Wasser geworfen. Sowas lieb ich ja. So, da vorne steht, glaube ich, ein Auto. Boah, nicht unendlich. Ich will es die ganze Zeit markieren. Verlassen das Missionsgebiet, leck mich am Arsch. Ja, zumindest ist die Framerate extrem gut gerade. Da war auch ein Update, was ja auch wunderbar geklappt hat. Es hing bei 99% fest, dann ist angeblich mein Internet abgekackt. Denn 0 Kilobytes sind runtergeladen oder 0 Bytes. Oder es ist einfach gar nichts runtergeladen. Also die Downloadrate lag bei 0 Kilobytes. Was ja auch sehr realistisch war, weil ich ja auch nebenbei im Internet gesurft habe und so. Und ja, dann hing der Download die ganze Zeit bei 99% fest und das war's dann. Von wegen mit Update runterladen. Ja, Uplay ist, ich liebe es. Verstärkung. Willst du mich verarschen? Warte mal, sie betreten Sperrgebiet. Wenn ich hier jetzt rausgehe, dann bemerken die mich ja theoretisch nicht, ne? Dann nehme ich mal wieder meine gute alte MP6. Die Mucke geht mir auf den Sack. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie GEMA-mäßig... Dass ich GEMA-mäßig auf die Schnauze bekomme. Da hätte ich jetzt ja am meisten Bock drauf. Wenn das jetzt hier alles in Anführungsstrichen umsonst wäre. Warte mal, ich bleib mal hier außerhalb. Und eine scheiß Musik nervt mich echt. Dann nehme ich mir mal eine Sniper Rifle. Mal, ob ich hier mal ein bisschen außer Umgebung was. Ich glaube, hier darf man auch nicht her, oder? Ja, hier ist ein Radius. Wäre ja mal ganz schön, wenn man den auch aus allen Richtungen sehen würde. Ich habe ja gehört, YouTube bietet jetzt auch 60 FPS an, aber wie gesagt, mein Internet ist ein bisschen lame. Guck mal hier, was passiert denn da? Huch, was ist das denn? Lol. Verzeiht mir bitte, dass ich so ein Kackbuhn bin.
Das haben sie mich, glaube ich, leider entdeckt. Bam, Headshot. Vorne steht nur einer, die haben alle so eine orangene Müllabfuhrweste. Vier Mann von der Müllabfuhr. Boah, wie ich die immer markieren will, das ist ja echt eine Krankheit. Da, stirbt doch. Das ist hier wunderbar an. Bam, Headshot. Na, dann. Komm, da musst du auch keinen Hinterhalt machen, das geht doch so. Zur Not Brechstange. Weiß, Brechstange ist immer die letzte Variante, die ich wähle. Aber er ist gerade irgendwie. Ich wusste ja nicht mehr, ich bin ja so ein Kacknoob. Ich hab's ja schon wieder ganz vergessen, wie man hier Bomben legt. Ja, das ist ja schon fast peinlich, nicht nur fast. So, da gucken wir mal hier. Was hat der denn für eine Stimme? Hat denn mal jemand in die Klöten getreten oder was? Ah, oh, ich habe Schritte gehört. Aber das werden wahrscheinlich meine sein. Hä? Was? Ja. Dir wird im Brustkorb geschossen, aber hey, das nimmst du, da steckst du mal eben so weg, weißt du? Und dann so ein Lauch da. Zum Polunder oder was auch immer. Der steckt sowas auf jeden Fall weg. Ohne Schutzweste, versteht sich. Lange da nicht noch mehr von diesen Panzermenschen rumlaufen. Sondern ich sehe jetzt einfach mal. Ach, das wird sein. Schön, dass er die automatisch visiert oder spottet, aber das dauert ja doch schon so seine Zeit. Aha, jetzt. Habe ich auch keinen guten Aim gerade. Ach. Ja, das ist der Grund, warum ich in Battlefield nicht snipe. Vorne ist auch noch einer. Ja, komm, zeig dich. Nein! Einmal rechts vorbei, links vorbei. Ah, ich gehe weg. Das überlebst du doch nicht. Ist ja nicht so, dass ich den sowieso schon einmal angehittet hätte, aber dann steckt er noch zwei Treffer weg, ne? So, ich laufe jetzt hier einfach mal rein. Das betreten Sperrgebiet. Ja, ja. Vorne wurde ich. Von wo kommt das denn jetzt? Von oben oder was? Das ist auch besonders schön, wenn ein so ein Lied die ganze Zeit in der Schleife läuft, weißt du? Vorne ist eine Kamera. Bam. Direkt Headshot. Wenn man mal ein bisschen rumsprayen kann, ne? Aber wenn die M416 in B4 auch 40 Schuss hätte, weißt du? Dann hätte ich keine Probleme mehr. Ich glaube, die wird ja eh hochgepatcht. Aber wollen wir mal nicht weiter über Battlefield reden. Das hier ist ja was ganz anderes. So. Die Crew ist ausgeschaltet. Ja, dann kann ich auch mal die scheiß Musik ausgehen, oder? Dankeschön. Ja, und jetzt? Hacken Sie das Telefon, um einen Anruf abzufangen. Hacken. Hallo? Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Hey! Das ist steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Wer einen Kopf wir den jetzt verfolgen müssen, ne? Spricht er mit Iraq. Ja, und Batbug wäre so gut wie tot. Ich steh hier irgendwo und nicht eine Karre rum.
schalten. Ja, haha. Gleich. Nein! Jetzt kletter hier rüber, schnell die MP16 auswählen. Ich sag jetzt einfach immer die ganze Zeit, dass es eine ist, wo ich dann nur die Silhouette sehe. Aber ich glaube, dass einfach mal Zielperson entkommt. Ja, dann. Gib mal ein bisschen Stoff hier. Boah, wenn die jetzt entkommt, ne? Soll das ein Witz sein? Davon ist der doch noch. Der ist der doch noch. Komm jetzt. Ich hatte doch kein Auto. Er fährt von mir weg und ich habe kein Auto, aber scheiß drauf. Na, warte, dann holen wir uns jetzt schnell ein Auto. Ist ja wieder hervorragend. Ach, jetzt muss ich den wieder hacken hier. Oh, hier. Yeah. Hallo? Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Ich sprinte gerade, also es ist so schnell wie es geht. Ja, ich weiß. Steht noch einer? Na, ich kann da nicht raus, Tim. Komm schon, Mann! So, jetzt. Ach, da hinten. Hier steht noch ein Auto, oder was? Dann spricht er mit Iraq. Selbst das wäre so gut wie tot. Warte mal, das war eben nicht da. Das hätte ich gesehen. Das hätte ich hundertprozentig gesehen. Nein! Och! Ja, ja, ich habe schon echt lange nicht mehr gespielt. Ich weiß. Jetzt kommt hier wieder die fulminante Steuerung. Das Shift-Gedrücke die ganze Zeit hier. Was? Nein. Ernsthaft? Wegen so einem kleinen Busch da? So, hier fahren wir eben auch. Sieh hier, durch die Zäune kann man durchfahren wie durch Papier, ne? Aber durch den eben, ne? Nee, das geht nicht. Ist ja was ganz anderes, ne? Ist ja hochlegierter Stahl. Scheiße. Warte mal, kann das sein? Audio. Musiklautstärke auf 40. Ja klar, ich habe sie doch mal runtergestellt. Ey, soll das ein Witz sein? Ich hoffe mal, dass die Gamer mich jetzt dafür nicht an den Arsch kriegt, weil dann... Warum ist sie denn jetzt auf 40 gewesen die ganze Zeit? Ich hätte sie doch mal ausgestellt. So, was ist jetzt los? Nein! Oh, ich komme hier mit der Steuerung nicht klar. Meine Fresse. Was macht der denn da? Er geht aus dem Weg! Fahrt vorbei, fahrt! Los! Meine Fresse. So, Neutralisierung. So, das war er. Boah. Erreichen Sie Bedbugs Standort? Ja. Markiert er den jetzt? Warte mal. Boah. Schon wieder alles vergessen. Ich hätte vielleicht auch mal automatisch markieren können, aber nein, warum auch? Boom. Ja. So, ich würde jetzt mal sagen, ach komm, ein bisschen machen wir noch. So, ich habe nämlich vor, wenn ich also wenn ich wieder anfange mit Let's Playen und alles, dann will ich alles zack, zack, zack auf einmal wieder raushauen gleichzeitig. So. Dann fahren wir noch schnell zum Ziel und dann beende ich mal die Folge. Aber bis dahin haben wir ja noch Zeit. Ich bin ja mal gespannt, was was da jetzt rauskommt, weil die Mission war ja doch etwas heftiger. Aber ich bin ja mit Ruhe und Verstand an die Sache rangegangen. Ne? So wie immer. Total ruhig und so. Also, ja, klar. So, dann sind wir. Ey, das sieht schon geil aus hier. Chicago, wie sie das gemacht haben. Die Skyline meine ich jetzt. Also das, oh, das ist ein Kind, hätte ich fast ein Kind überfahren. Ja. Da hat einer einen spontanen Orgasmus erlitten, aber hey. Jedem seinen Spaß, ne? Aus dem Weg, weg da. Jedem sei sein Spaß gegönnt.
Bedbug ist in der Nähe. Nun hat Bedbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Jetzt muss ich ihm Angst machen, damit er mir hilft. Eine kleine Erpressung sollte ihn doch überzeugen. Ich gebe, aber ich kann auch sehr gut nehmen. Soll ich den verfolgen oder was? Was? Wieso hat er mich jetzt bemerkt? Willst du mich verarschen? Ah, weißt du, du kommst gerade so da wieder rein und dann... Okay, ich bedanke mich aber mal fürs Zusehen und... Die Person, kommt wieso? Komm, steht 5 Meter vor mir. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann, sag ich schon mal ciao und haut rein.